Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Ich habe den Martin zu Gast. Martin kennt ihr vielleicht nicht von der Optik, noch nicht, aber ihr kennt ihn vielleicht von der Stimme. Er hat über 300 Filme gesprochen und ein paar Filme habt ihr vielleicht sogar gesehen. Denn seine Stimme war unter anderem die von Hellboy. Wen nennst du ihr Monster, Freundchen? Hast du einen Spiegel? Und seine Stimme war auch die von The Punisher. Ihr habt meinetwegen meine Familie ermordet. Und dann gibt es noch eine ganz coole Stelle bei Wolf of Wall Street, wo ebenfalls seine Stimme zur Geltung kam. Und die Stelle zeigen wir euch jetzt. Brad, zeig ihnen, wie das geht. Komm, verkauf mir den Stift. Passt auf, leg los. Ich soll dir den scheiß Stift verkaufen? Das ist mein Mann, passt auf. Das Kackding? Verkauf dir auch Scheiße. Hey, hör mal, tu mir einen Gefallen und schreib deinen Namen auf die Serviette da. Ich habe aber keinen Stift. Genau, Angebot und Nachfrage, mein Freund. Das meine ich. Er erzeugt ein dringendes Bedürfnis. Die Kunden müssen sich um die Aktie reißen und ihr müsst sie dazu bringen. Was aber noch viel wichtiger ist, der Martin hat meinen aktuellen Trailer zur Business Bootcamp Academy gesprochen. Und da schauen wir uns auch mal ganz kurz den Anfang an. Vom Soldat zum Unternehmer. Von null auf über eine Viertelmillion Follower auf Social Media. Nicht nur Coach, sondern auch Mentor. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ey, wer so eine krasse Pornostimme hat, wie sieht so jemand aus? Wen muss man sich jetzt optisch vorstellen? Und ich würde sagen, das Gesicht passt definitiv zur Stimme. Martin, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass Schau mal in die Kamera. So, ja, die. Moin. So sieht jemand aus, der Hellboy ist. Aber es gibt ja schon so Gesichter, die passen gar nicht zur Stimme, aber du bist ja schon so ein bisschen ein rauerer Typ, oder? Also, ich bin halt so, wie ich bin. Ne? Ich bin irgendwie ziemlich geradeaus, das mit sehr viel Herz, sag, was ich denke, nehme auch meine Oma zur Seite, wenn die jemand blöd anmacht und so. Und ich glaube, dass ich das wie reifer und erfahrener und mehr Spaß ich an einem habe, kommt es so raus. Und deswegen werde ich auf solche Rollen besetzt. Der Mann fürs Grobe. Geil. Jetzt frage ich mich natürlich, oder fragt ihr euch vielleicht auch, wie viele Zigaretten muss man rauchen, um so eine krasse Stimme zu bekommen? Oder wie bekommt man so eine Stimme? Weil wir haben ja schon gequatscht, ne? Du rauchst ja gar nicht so. Also na doch, daher sind kommt schon sie so nicht. 120 bis 150 am Tag. Also, ja. Hört auf, nicht nachmachen. Ich habe auch eben noch mal schnell eine Packung unten durchgezogen. Nee, sag mal, wie kommt man, machst du nicht, ne? Nee. Ich rauche schon gerne ab und zu eine, aber wirklich so aus Genuss. Aber ich bin kein Raucher, jetzt braucht Zigaretten oder so. Woher kommt die Stimme? Gene. Ich sage immer, danke Mutter Natur, danke Mama, Papa und das ist es. Also meine Oma hat eine tiefe Stimme gehabt, mein Vater auch. Meine Mutter hat auch eine tiefe Stimme, nicht so tief, aber so schon tief. Gene, Mutter Natur, danke. Okay. Und dann. Wie war es in der Schule früher? Auch schon eine relativ früh eine tiefe Stimme? Ich habe schon als kleiner Junge auch eine kräftige Stimme gehabt. Tief jetzt nicht, aber so kräftig, so laut. Und dann kam irgendwann der Stimmenbruch. Das weiß ich auch noch, das kam bei mir nicht so kieksig, sondern es ging so runter. Und ich weiß noch im Biologieunterricht irgendwann, das war so 10. Klasse, habe ich dann gesagt, ja, das ist halt so und so. Und dann drehten sich alle um. Wirklich. Und ich so, oh, das ist peinlich, ey. Wir haben gedacht, sitzt ein 30-Jähriger. Ja, die Mädels, die fanden das schon cool. Ja, das glaube ich. Also, und ich habe dann auch gemerkt, dass das cool ist irgendwann. Ich wollte das sowieso immer machen. Also ich wollte auch davor mit Bud Spencer, Louis de Finesse, fand ich schon mal geil. Was da auf die Schnauze gegeben hat, bam, mit den Sound, diese deutschen Synchronfassung, mega. Geil. Jetzt ist meine Frage, wie wird man Sprecher? Oder wann hast du irgendwann gemerkt, damit ist was anzufangen? Wurdest du entdeckt, drauf angesprochen oder hast du gesagt, ich will es jetzt einfach machen? Also wie war der Start ins Sprecher-Business? Oder nennt man das Sprecher, Synchronsprecher? Ja, man wird schon oft so als Sprecher bezeichnet. Ich sage immer, ich bin Synchronsprecher oder Schauspieler. Also, ich wollte das schon immer als Kind machen, weil ich das, cool. Oder also das fing dann irgendwann an, diese Sprüche, das fand ich einfach irgendwie geil. So. Also, was hat der denn da? Also, ja. Und dann kommt das Messer, eine Ansichtskarte aus Solingen. Also, diese Sprüche, das ist schon so geil.
Und dann habe ich einen Job, unter anderem einen Job bei der Deutschen Post gehabt. Also ich war Kurierfahrer für die DHL Express. Okay. Und musste in meiner Heimatstadt Potsdam auf dem legendären Filmgelände bei der Hermes-Synchron was abgeben und abholen. Und da stand die ganze Star Trek Enterprise Crew damals. Ach was. Ja, und Charles, den du auch schon bei dir hattest. Rettinghausen? Charles Rettinghaus. Das ist die Stimme von Jamie Foxx, ne? Charles stand da und auch Michael Pan, der Commander Data synchronisiert hat damit. Und ich sage, ich muss hier was abgeben, können Sie mir weiterhelfen, weil da war keiner. Und dann fing er an zu reden. Ich sage, ey, so und so, Sie sind doch hier die Stimme von. Du verarschst mich jetzt aber nicht. Nein, wirklich. Das ist wirklich so passiert. Ja. Es kommt jetzt auch, muss ich fairerweise sagen, es kommt bald auch noch nur zum Thema Synchron noch ein Interview raus. Darf ich das sagen? Bei wem? Ja, du kannst sagen, was du willst. Klar, logisch. Das haben die Mediapartner haben das gefilmt. Da kommt das dann auch auf YouTube. Aber auf jeden Fall, so war das. Ich stand wirklich in der gelben Postmontur und dachte so, oh, ist das peinlich, weil ich war ja kein Schauspieler. Ich war und dachte aber, ich wäre es so. Und dachte, wenn mich jetzt jemand erkennt, so ein Quatsch, ja. So, und dann sage ich, Sie sind doch die Stimme von Commander Data. Und er so, I, Sir, ein Trekkie. Und dann hat Charles Rettinghaus gesagt, hör mal auf mit der Scheiße. Du merkst ja, dass der was wissen will. Na, habe ich ihm erzählt, dass ich darauf Bock hätte und so. Und dann hat er gesagt, ey, wenn du deine Schauspielschule fertig hast, weil das hatte ich da schon vor, ruf mich mal an. Hat mir seine Nummer gegeben. Und Charles hat immer dafür gesorgt, so in den Anfangsjahren, guck mal hier, da ist er und so. Und ach was, das wusste ich gar nicht. Ja, mega fair, macht er immer noch. Und, habt ihr schon mal einen Film zusammen gehabt? Weil das wäre ja dann total witzig, oder? Wir haben sogar, glaube ich, einen Van Damme-Film zusammen gehabt. Also echt? Er Van Damme, ja, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Geil. Und ein paar Sachen gab es, aber nicht so viele. Was war der erste große Film, den du gesprochen hast? Wo du es damals so gesagt hast, oh krass. Weil jetzt bist du ja schon Hollywood, ne? Also ja, Hollywood. Jetzt ist schon Hollywood. Aber was war so der erste große Film, wo du gesagt hast, wow. Wo so die erste große Referenz für dich, wo man vielleicht auch kennt, weißt du? Transformers. Ja? Ja. Kleiner Auftritt. Das muss 2011 gewesen sein. Ah, okay. Geil. Und dann kamen so Sachen wie, ich muss überlegen. Aber 300 Filme, ne? Ja, es sind ja ganz kleine Parts auch. Da zählt ja jedes Ding so rein. Was gab's noch? Wolf of Wall Street. Dann kam eben dieser Schauspieler mit Snitch. Ah, ja. Nicht Snatch, Schweine und Diamanten mit Brad Pitt, sondern Snitch. Nee, Snitch ist so dieser Taschendieb, oder? Diese Serie oder Film? Nein, das war ein Film mit, wie heißt der? Dwayne Rock Johnson. Ach der, ja. Er kommt aus dem . Knast raus und da geht es um seinen Sohn, kommt in so einen Drogendeal rein. Okay. Und der Typ, den ich synchronisiert habe, hilft dem dabei, weil er so der ist sauber, kommt aus dem kriminellen Ex-Umfeld. So. Okay. Und dann ging es eigentlich los. Ja, Hellboy war schon eine krasse Nummer. Punisher, die Serie. Kleiner. Okay, lass uns da mal reingehen. Jetzt nehmen wir mal an, Hellboy ist ja keine Serie, ist ja ein Film. Ne? Gibt es ja, glaube ich, auch ein, zwei Teile oder nur ein? Ich bin da nicht also so, es gab ja die ersten beiden Teile mit Ron Perlman als Hellboy. Okay. Und jetzt die Neuverfilmung. Mich würde interessieren, wie läuft das ab? Du wirst ja nicht nach Hollywood geflogen, bestimmt, das wird ja wahrscheinlich in Deutschland produziert. Ja, ja. Also die Hochburg für Synchron ist schon mittlerweile Berlin. Wird ganz viel in München gemacht, aber auch in Hamburg. War vor ein paar Jahren, als ich das so, war München auch sehr viel, aber es wird, glaube ich, das meiste wird schon in Berlin synchronisiert. Du hast ein Studio, gibt mehrere Synchronfilme. Vor Drehbuch? Also Synchronfirma kriegt einen Auftrag von dem Verleih. Ja. Hier ist der Film. So, dann wird das Buch, wird ein deutsches Dialogbuch geschrieben. Mhm. Rohübersetzung, dann kommt ein Texter, Autor, der schreibt das. Und dann wird das wird getaked. Dieser Film wird in einzelne Parts getaked, weil du synchronisierst ja nicht durch. Auch die ganzen Charaktere. Jede Rolle, vom Pizzaboten bis alles, was irgendein Geräusch macht. Außer Furzen. Also, versuch mal ein Bild zu geben. Du gehst morgens in dieses Tonstudio rein. Ich komme ins Studio, habe ein deutsches Dialogbuch, einen Regisseur oder Regisseurin, Tonmeister, Tonmeisterin, Katerin, je nachdem.
Allein also im Studio, das sind dann auch andere? Mittlerweile allein. Ganz selten noch zu zweit. Ah. Früher war das öfter, hat man zusammen vorm Mikrofon gestanden, aber mittlerweile allein. Aber wie machst du das jetzt, wenn du im Dialog bist? Dann, du sprichst, dann liest du die Antwort vom anderen und dann sprichst du wieder. Ja, so mache ich es. Ich lasse mir ab. Ich höre ja den Originaldialog. Ah. Und wenn es schon aufgenommen ist, im Deutschen gibt es so eine, man sagt dazu, Ego-Taste, dann kann ich das schon hören. Und das geht dann vor der Aufnahme automatisch raus. Okay. You sit down and take your food now. Was weiß ich. Und dann so, setz dich da hin und nimm dein Essen. Ah. Ich habe keinen Bock auf das Essen. Was weiß ich. Und je nachdem wieder, also du spielst halt mit deinem Bild. Ne? Du spielst mit dem Dialogbuch und dem Bild. Und du musst ja auch mit dem Mund. Oder macht das später der Schnitt? Achtest du da drauf? Ja, der Schnitt mal. Ich mach so, ich gucke nur aufs Bild. Also ich gucke wirklich zu 95-98% aufs Bild. Ich gucke da rein, ich präg mir den Text ein. Das wird Routine irgendwann mit den Jahren. Und ich habe ein musikalisches Gehör, also ich merke mir ziemlich viel Rhythmus. Und wenn der natürlich wirklich so macht oder irgendwie so, dann machst du das, also ich mach's mit. Ja. Weil das macht es authentischer. Er sagt, meine Fresse, also wenn er sagt, Goddammit, also meine Fresse. Das hörst du ja alles. Du nimmst auch so die Hände. Ja. Dann kommt er, das war zu dicht dran, musst du normal machen. Das wollte ich gerade sagen, der Regisseur sagt dann wahrscheinlich, jetzt nochmal bitte mit mehr Power oder so. Genau, oder also der Tonmeister, wenn dem gefällt es nicht, die Cutterin sagt, ah, das war zu breit. Das heißt, der Mund ist schon lange zu und ich laber halt noch. Dann, okay. Wenn ich es dann nicht sehe. Oder der Regisseur sagt, ja, mach einfach noch eine. Das ist jetzt fies, aber ich sage, warum? Ja, einfach so. Ich sage, okay. Ja, je nachdem. Okay. Und gibt es Rollen, wo du sagst, das ist schwer? Und gibt es so Dinge, wo du sagst, oh, da, also das ist super einfach. Kann man da auch so, was sind schwere Parts? Action, wenn geballert wird, schwere Parts? Also Action ist vor allem schwer, wenn du wirklich viel, wenn ich viel brüllen muss. Gerade bei Hellboy zum Beispiel, das ist ja ein Schauspieler, normal, den spreche ich nicht normalerweise. Da gab es ein Casting, das ist der, ich komme nicht auf den Namen, der spielt den Polizisten in Stranger Things, den Cop dort. Okay. Und da gab es ein Casting, war ein bisschen tiefer, war auch abgesprochen mit dem Kollegen, der den sonst spricht. Und der hat nur gebrüllt. Der hat den ganzen Film alles zusammen gebrüllt. Und das ist anstrengend. Ich war danach, das erste Mal, muss ich wirklich sagen, 3 Tage platt. Okay. Wirklich geil. Platt, körperlich. Mhm. Und was also die emotionalen Sachen so, wo es wirklich die Action, weißt du, hinterherrennen, das ist schon, aber wenn es Tiefgang kriegt, wenn das Buch hier reingeht, dann wird's, und die Schauspieler, The Loving, gesehen? Joel Edgerton, nee, den spreche ich eigentlich auch mittlerweile ziemlich oft. Wahre Geschichte. Aber ich habe was anderes in Erinnerung, was mir gerade einfällt, das war nicht geplant jetzt. Hellboy, war das denn der Typ von Startup, von der Serie? Kennst du die zufällig? Mm-mm. Das ist doch, Hellboy ist doch der ältere Typ mit dem breiten Kopfkiefer, oder bin ich da völlig falsch? Wenn er jetzt nicht geschminkt ist. Weiß, wissen wir gar nicht. Doch, du meinst Ron Perlman. Das ist der auch... Der etwas ältere, rauere, kräftigere und mit einem riesigen... Ja, genau. Jetzt gibt es eine Neuverfilmung. Ah, der hat auch bei Startup, bei so einer Serie, hat er dann auch gesprochen. Okay, das bedeutet dann aber im Umkehrschluss, du bist nicht fest zugewiesen bei einer Person, die du dann immer sprichst? Oder ist es schon so, weil bei Punisher zum Beispiel, der Typ, bist du ja dann schon... Ist das Festzuweisung oder darfst dann ein anderer auch sprechen? Es gibt... Es ist immer so eine Verleihentscheidung auch oder vom Kunden und wie oft. Es gibt 2 Brüder, die Kaul-Brüder, die haben irgendwann vor 30 Jahren, glaube ich, angefangen, eine Liste, die Kaul-Liste zu schreiben. Alles, was synchronisiert wird, wird minutiös von denen ad acta gelegt. Das heißt, ich spreche einen Film oder ein Kollege mit dem Schauspieler, dann taucht das auf in den Datenbanken. Die Firmen wissen, aha, diesen Schauspieler hat der und der schon gesprochen. Je öfter du den sprichst, mal kannst du nicht, mal dann so in der Anfangsphase macht jemand anders, dann wabert das so hin. Bei dem war es aber so, gesagt, ja, das passt einfach auch so. Das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Da waren, den haben auch schon andere. Charles hat den auch schon mal gesprochen. Mhm. Aber dann ging es so los, der wurde der auch reifer, der hat seinen Stil da gefunden. Und ich habe, und so ist das bei jedem von allen meinen Kollegen. Wenn du jemanden öfter sprichst, hilft uns diese Liste, dass dann eine Kontinuität da bleibt. Aber auch für den Zuschauer. Ich meine, wie oft haben wir das schon erlebt, wenn auf einmal jemand, gerade von den ganz bekannten Charakteren,
die Stimme wechselt und du denkst nur, Alter, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, ne? Ja. Also gerade auch so, ja, Bud Spencer-Filme oder egal was. Ja. Auch Louis de Funès. Und dann denkst du so, oh, was ist das jetzt, ey? Könnte das jetzt sogar eine Strategie sein für einen Synchronsprecher, der jetzt etwas schon weiter ist, dass er sagt, meine Strategie ist es jetzt, mich so zu verankern, dass sie mich buchen müssen? Tja, das ist halt die Frage. Könnte eine Strategie sein. Aber da tickt die Branche lange nicht so freiheitsdenkend wie du und ich. Okay. Also Leute, ihr seht, das ist total Freestyle, das Video. Mich interessiert es wirklich sehr und deswegen bohre ich da auch so ein bisschen nach und so weiter. Ich habe natürlich noch ein paar Fragen weitere mit drin. Und zwar würde mich interessieren, wie man als Synchronsprecher verdient. Ist es so, dass man sagt, pass mal auf, ich hätte jetzt gern, dass du einen Trailer von mir sprichst, 2-3 Minuten Material, Summe X, geht man nach Tagessatz, geht man nach, wie heißt es, Tantieme oder Rechte oder was weiß ich, wie verdienst du? Also jetzt als Synchronsprecher. Also die Rechte trittst du immer ab. Die trittst du ab, da unterschreibst du für und dafür gibt es eine Grundgage und diese Grundgage variiert. Wenn du anfängst, war so, glaube ich, TV, so 60 Euro. Für was, für wie lange? Das ist die Grundgage, ah, okay, dass du kommst. Und dann sagen wir, TV-Gage 60 und 3. 3 Euro pro Take. Das heißt, du hast eine kleine Rolle, den Pizzaboten, 10 Takes. A 3 Euro sind 30 Euro plus 60 vor Steuer. Da macht's die Masse. Also du gehst wirklich richtig viel ackern. Und irgendwann, wenn du dann mehr machst, so habe ich es gemacht, wie gesagt, so, ich will jetzt mehr haben. Ich will mehr Grundgage, ich will mehr Take-Gage, ich will eine höhere Kinogage, ich will pro Trailer, wenn es auf YouTube läuft, das und das haben. Und ich verhandle das mittlerweile individuell. Mhm. Dafür arbeite ich nicht so viel, okay, aber ich mache es individuell. Und wenn du dann natürlich eine Stimme, wie zum Beispiel der liebe Manfred Lehmann hast, Bruce Willis, naja, okay, dann hat die Stimme mittlerweile so einen Markenwert, dass dann Kunden kommen auf dem freien Markt, die sagen, ey, ich habe so ein Autohaus. Oder Mediamarkt oder was weiß ich. Naja. Ja, das kostet dann das und das, sagt man dann. Okay. Kann ich da mal so ein bisschen nachbohren, wenn du jetzt zum Beispiel Hellboy, den Film, kannst du da mal grob eine Hausnummer nennen, kriegst du dann eher so im 1.000, 10.000, ich habe da kein Gefühl. Weit vom unter 10.000. Ich kann dir sagen, was ich dafür bekommen habe. Die Produktion hat insgesamt 50 Millionen Dollar gekostet in der Herstellung. Okay. Und so eine Synchronproduktion insgesamt liegt in Deutschland zwischen 30.000, 60.000 Euro. Meine Gage vor Steuer für diesen Film lag, glaube ich, bei irgendwas zwischen 2.3 und 2.7. 1000, also 2300, 2000, das ist nicht viel. Und da gab es auch keinen Verhandlungsspielraum. Ja, Mann. Deswegen sage ich dann eben auch, time to make my own stuff. Ja, ja, genau. Ja. Ist so. Ich liebe diesen Beruf, wirklich, ich liebe diesen Beruf. Es ist verdammt anstrengend. Wenn das ist noch Türöffner, ne? Ich meine, das ist ja auch eine Referenz. Ja. Ne? Also klar, man hört es erstmal und denkt, oh krass, für so einen Film gerade mal 3000 Euro, das kriegst du als Speaker schon in 15 Minuten oder 30 Minuten, wenn du irgendwo auf der Bühne stehst und die haben nicht so eine geile Stimme vielleicht. Ne? Oder haben, das ist schon hart, ne? Aber auf der anderen Seite, es öffnet Türen und bietet dir dann die Möglichkeit, dein eigenes Zeug zu machen. Ne? Man kennt dich daher. Ja. Ja. Das hat jetzt ein paar Jahre gedauert und ich liebe es auch weiter zu synchronisieren. Ich mache es auch, wenn es passt, wenn ich Bock habe, wenn die Bock auf mich haben. Und eine wunderbare Community. Du hast auch kein Management, ne? Nein. Dann machst du es selbst? Ja. Okay. Also ich habe jemanden gehabt, der meine Termine gemacht hat, aber das mache ich wieder alles selber. Okay. Direkte Kontrolle drauf habe. Hast du ein paar Tipps, wenn es jetzt so ans Sprechen geht, an die Wirkung? Ich meine, du hast gesagt, Gene, ne, die war auf einmal da, aber du hast ja mit Sicherheit jetzt in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt, damit eine Stimme irgendwie mehr Präsenz hat, mehr Wirkung hat. Gibt es so 2-3 Dinge, die dir gerade so einfallen, wo du sagst, da würde ich ein bisschen drauf achten? Also wenn jetzt jemand seine Stimme vielleicht verbessern will? Also wir Menschen, wir atmen ja alle in unserer heute schnelllebigen Gesellschaft viel zu wenig. Und dann gibt es ja den typischen Effekt, wenn man so
Und da sitzt die Stimme bei jedem. Also, wenn wir jetzt deinen Dialekt mal wegkriegen wollen, weil du jetzt Synchronsprecher werden willst, Kevin, ja, da müssen wir schon ein bisschen schleifen. Das dauert, glaube ich. Ja, aber das vernünftig ist sprechen hat nichts mit Dialekt zu tun, ja, weil das ist authentisch. Dafür lieben dich die Leute. Ich feiere das auch. Und ihr könnt jetzt auch Berlinern, mache ich jetzt, aber spreche dann trotzdem so weiter mit der Stütze. Verstehe, ja. Atmen ist ganz wichtig. Und mal den Mund aufmachen. Mhm. Nicht hier. Und vor allem ist auch gar nicht so, wenn man immer so, ja, ich habe jetzt angefangen da als Super Art Director, dann spricht man immer hier oben und sag mal, was machst du eigentlich heute Abend? Ist man immer so da. Also ja. Luft holen, mal Pause machen, schön. Und es ist auch so ein bisschen mit Anspannung, wenn man mal ganz nötig aufs Klo muss. So. Ist wirklich so, dann kommt Stütze. Und im Stadion, egal für welchen Sport, hat bestimmt jeder schon mal ey, oder da sitzt die Stimme bei jedem Mensch. Das kann man so ausprobieren. Und morgens mal so unter der Dusche ein bisschen singen, bevor man, dass man nicht so ganz so aus seinem Kartoffelsack rausfällt und dann so morgen. Verstehe, ja. Ist, ja, Muskel muss warm werden, ne? Auch so. Ja. Und natürlich, je mehr man spricht und damit arbeitet, desto trainierter ist es, desto schneller geht's. Ja, ich würde auf jeden Fall, was man ja auch ich meine, bei fast allen hört, ist die kräftige Stimme, ne? Also nicht die Angst, sich zu verstecken irgendwie. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die reden ja total leise, zurückhaltend, haben Angst. Und das ist jetzt, also in der Businesswelt sage ich immer, Katastrophe. Ne? Also rausgehen mit der Stimme. Und ja, also ich bin ja sehr neidisch auf deine Stimme. Aber musst du ja gar nicht, weil ich zum Beispiel auch sage, ey, ist das toll, wie der auf die Bühne kommt. Also muss ich jetzt mal wirklich so sagen, Leute, ja? Kriege ich die Kamera? großartig. Ja, mit so einer Präsenz da reinzukommen. Und du hast ein starkes Organ. Ja. Und du gehst ja auch so. Und der Dialekt ist halt noch ein bisschen im Weg, ne? Ist er überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe es dir vorhin gesagt. Wo du da, oh Leute, kennt ihr das? Wo du dich selbst unterbrichst, weil du es so schön findest. Aber mit den Stiften, ich rauche ja nicht, ich trinke ja nicht, aber das, das ist was. Das musst du erst mal schaffen, mit deiner Art, deinem Dialekt und deiner stimmlichen Präsenz sowas. Also das ist jetzt mal ein Kompliment von mir. Auf jeden Fall ist es sehr, danke, auf jeden Fall ist es sehr, sehr motivierend, darüber zu reden. Und dann bin ich auch immer so, denke mal, okay, wie könntest du noch optimieren, wie könntest du da noch ein bisschen, ich meine, bin ja zufrieden, ne? Aber ja, Atmung habe ich gerade mitgenommen, auch. Es gibt schon noch ein paar mehr Tricks. Naja, also, die Leute sollen dir einfach folgen, vielleicht kommt da noch was. Aber einiges. Weil du bist ja nicht nur Synchronsprecher, sondern du bist ja noch in der Musik unterwegs. Du bist ja auch Sänger. Und jetzt ist ja gerade aktuell so ein Baby auf dem Markt. Da bist du auch schon stolz drauf. Ne? Oh, da also, bin ich sehr stolz drauf. Da erzähl mal darüber. Auch sehr, sehr dankbar für. Ich habe ja angefangen mit 10 Schlagzeug zu spielen. Also Musik war schon vor Schauspielerei und allem. Bin schlechter Klavierspieler, aber mein Zeug, so, das mache ich. Und dann habe ich angefangen, vor der Schauspielerei Musik zu studieren. Das habe ich dann auch, habe ich dann aufgehört. Und habe aber immer wieder Musik gemacht. Das habe ich nie aufgegeben. Und im Zuge dieser Entscheidung, dass ich weniger synchronisiere und jetzt mein Album schreibe, endlich mal fertig mache, kontaktierte mich, wer kontaktierte mich? Also jemand aus dem Team von Jacuzza, das ist ein österreichischer Sänger, Künstler, Musiker, Hip-Hop-Artist. Mhm. Ein unglaublicher Lyriker, großartig, was er macht, eine krasse Geschichte hinter sich. Und meinte dann irgendwann, ja, so und so, in diesem Kennenlernen, sag mal, hast du nicht Bock, ich habe da so einen Song, ich glaube, du passt da drauf, du hast du Bock, die Hook zu machen und zu schreiben? Voll der Ohrwurm übrigens. Danke. Ich hab's einmal nur so, aber irgendwas mit Bärenkinder oder wie was? Bärenbrüder. Bärenbrüder, genau. Ja, und das wollte ich immer für einen Song von mir nehmen. Und es hat aber, habe ich gesagt, ich geb's ihm. Geil. So, das war halt auch so, so loslassen, ne? Und was weitergeben, was da passt. Ja, dann haben wir das gemacht, dann haben wir uns getroffen in Wien, haben das Video gedreht. Hast du mal gesehen, wie viele Views das hat? Ich glaube, es hat, weiß nicht, knapp 200.000 jetzt. Ist schon gut abgegangen, ne? Ist schnell. Ja. Also Ende dieser Woche sind es gerade mal 2 Wochen, glaube ich. Ist schon gut. Ja.
Ja, die haben auch über 1 Million Streams. Ist ja im Zuge einer EP rausgekommen. Ja, ja, ich glaube, da kommt noch einiges so zusammen mit ihm. Und du auch Aurora, selber? Aurora heißt die EP. Zieht's euch rein. Der Song heißt Tempi Novi. Ich finde aber auch alle anderen Songs wirklich toll. Großartige Texte. Und es ist halt was mit Hirn. Es ist wirklich was mit Hirn. Kommt von dir auch noch Musik was in der Richtung? Geht's noch ein bisschen weiter? Ja, aber nicht Richtung Hip-Hop. Ich bin schon eher so Pop. Ich habe auch eine Schnulzader. Keine Volksmusik, keine Schlager. Mhm. Und auch nichts dagegen, aber ich werde schon eher poppiger werden. Cool. Und es kommt jetzt hoffentlich so die erste Single im Sommer, Spätsommer raus und keep in touch. Ja, ja, wir sind ja eh in Kontakt. Wie gesagt, Martin hat den Trailer ja zur Academy gesprochen und darüber sind wir auch in Kontakt und ich bin da echt, echt gespannt. Also, geiler Typ. Wir haben uns übrigens darüber kennengelernt, dass du mir irgendwo geschrieben hast, auf Instagram oder so. Und dann habe ich dir eine Sprachmemo zurückgeschickt. Und dann hast du mir eine Sprachmemo geschickt. Stimmt. Und dann habe ich gedacht, Alter, was hast du für eine... Also, ich habe eine Sprachmemo von ihm zurückbekommen. Und die Stimme fällt auf. Und ich so, Alter, was hast du für eine Stimme? Jetzt sag mir bitte, dass du einen Podcast hast. Ne? Das war das Erste, was ich gesagt habe. So, machst du was beruflich mit deiner Stimme? Hast du einen Podcast? Und er so, nee, einen Podcast habe ich nicht, aber ich mache was beruflich mit meiner Stimme, hier und da. Und ich so, warte, die Stelle mit Wolf of Wall Street, die ist mir halt in Erinnerung. Wie war die Nummer mit dem Ketchup? Hey, Maggie. Die sitzen da. Der DiCaprio labert die ganze Zeit und alle hören über Kohle und und er sitzt dort und wartet auf seinen Ketchup. Für was auch immer. Was er da. Hey, Maggie, ich brauche Ketchup. Und die labern halt wieder. Maggie, was ist denn jetzt? Ja, genau. Und irgendwann zwischendurch geht es darum, diesen Stift zu verkaufen. Und wie heißt der? Brad heißt er, glaube ich. Die ja, Rolle, ja, die Brad, heißt ja, Brad, ja. Das ist mein Mann hier. Verkauf mir diesen, Brad, verkauf mir diesen Stift, so sagt er dann. Ne? Völlig abgenervt. Völlig abgenervt. Auch wirklich eine geile Szene. Ja. Hey, schreib deinen Namen auf die Serviette. Ja, genau. Ich habe keinen Stift. Da hast du einen Stift. Ja. Und dann sagt er wieder, was ist jetzt mit dem Ketchup? Ja, genau. Hast du, wir haben die Stelle am Anfang so ganz kurz gesehen. Hast du eigentlich alles in Erinnerung, was du gesprochen hast? Fast alles. Ja. Das ist aber auch mit Wegen, mit Autofahren, mit Sounds, mit solchen Sachen. Wenn mich was interessiert, ja, und es interessiert mich echt viel, dann speichere ich das. Ist ja auch schon lange, wie lange ist das schon wieder her? Du bist auch schon 6 Jahre her, oder? Wolf of Wall Street, wo du das gesprochen hast? Ja, locker. Klar. Ja. Aber auch so die alten Bud Spencer-Kamellen, ne? Mensch, auf doch nicht so viel. Frisch lieber was von dem großen Igel, der schmeckt. Hast du da mitgemacht? Nein, auf gar keinen Wollt's Fall. Sagen, ich hätte doch, gerne. Das, denn, oh, ja, da war ich. Eben bin ich jetzt aber schon erschrocken, hey. Weil nein, aber diese Stimme, Wolfgang Hess, großer Fan. Dieses, das, der hat ja echt gedrückt. Der ist Österreicher, oder? Schweizer ist der gewesen. Ah. Ja, also, der hat ja auch den Zwerg im Herr der Ringe, diesen immer mauligen. Der hat ja auch diese geile Lache, Bud Spencer. Ne? So, ja, irgendwie. Na, da gibt es doch die eine Szene, sag mal, ist das echt? Nein, das ist eine Prothese. Und so, naja, die blöden Sprüche. Okay, ja. Also Freunde, wir haben einiges. Ich wollte euch, wie gesagt, mal Martin so ein bisschen vorstellen. Ich finde das mega, mega spannend. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir verlinken all deine Kanäle, die es aktuell gibt, hier unten in die Shownotes. Für diejenigen, die auch darüber nachdenken, eine Stimme zu buchen. Ich kann Martin wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, er hat meinen Trailer gesprochen und abnormal gut. Deswegen meine Empfehlung habt ihr. Kontaktdaten hier unter dem Video. Danke, dass du mit am Start warst. Danke, dass ihr mit am Start wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Live aus Hollywood. Du kannst es ja nochmal stimmlos sagen. Wie? Also, und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal live aus Hollywood. Okay. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal live aus Hollywood.